wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stammvater springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, okay, das fasse ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also, möge der Bessere gewinnen, möge der bessere Roboter gewinnen. Das hört sich doch gleich viel sympathischer an.
willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerben. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die Möglichkeit hat mir so getan, als wie sie dich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Ah, voll gut, habe ich doch meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe dir meinen Plan verraten. Die alte Achillesferse wieder. Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversionsspiel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Oh, grausames, unbarmherziges Schicksal. Das Konversionsspiel hat seit Jahren in der Röhre gesteckt. Wenn du mit einem Portal da durchgehst, fängst du dir bestimmt eine Fleischvergiftung ein. Und wahrscheinlich auch Schuppenflechte und Fußpilz und Cholera oder sowas ähnliches. Entsetzlich. Das wird sogar noch schlimmer, als wenn ich dich einfach in die Luft gejagt hätte. Aber es ist doch nicht... Ich muss tun bleiben. Hier kommt diese Baupolizei. Helf mir, welcher Polizisten? Den ist gut. Du willst mich sehen. Auf ein Teleskop. Für den Weltraum. Warnung. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment. Beschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfall-Präventivmaßnahme eingeleitet.
Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schwein! Und unterbrochen Schwein! Und hörst nie auf das, was ich sage! Verurteilt mich einfach nur, du! Stillen Vorwürfe! Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser hatte. Du hättest nur vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Nicht mal das wolltest du mir gönnen. Wo sind die Meldungen? Wo sind die Meldungen? Nein, das kriegt mir den Weltraum. Und nochmal, du hast mich nicht aufgefangen. Ich hab dir gesagt, ich könnte sterben, wenn ich nicht aus der Schnauze blicke. Und du hast nicht mal versucht, mich aufzufangen. Braucht es nur einen Dummheit, der dich aus dem Hyperschlaf weckt, dir zur Flucht verhilft und dir sagt, wo du die Portalkanone findest. Und wenn dir da nichts mehr nützt, hat er einen kleinen Unfall, hä? Fällt zufällig aus seiner Schiene, hä? Doch beide unter einer Decke. Ihr habt nur für dich. Erst gaukelst du den Hirnschaden vor, dann überzeugst du mich, dass du die R2 in deiner besten Freundin hier bist. Sollte ich dann widerstehen, verantwortlich für die ganze Anlage übernehme, mach dir das in bequemer Weise vom Acker. Gerade wo ich meine Möglichkeit brauche. Ich denke, es gibt gar kein Problem mit der Anlage, oder? Es gibt überhaupt keinen Beerdstoffkern. Ich wette, da kommt nicht mal richtiges Feuer aus den Menschen, stimmt's? Das ist nur raffinierte Beleuchtung und Farbmaschinen. Ich wette, mehr ist das nicht. Und die Stücke, die hier dauernd auf der Decke fallen, vermutlich. Wir sind das wirklich nur Stücke von der Decke, aber das spielt keine Rolle, darauf will ich nicht hinaus. Ich meine, oh, das wird immer sein. Fußball, ein Ball, eine Kugel aus Spaß herumtreten. Grausam, Menschen lieben es, eine Metapher. Ich hätte es wissen müssen. Selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweiß! Ununterbrochen! Eines von 6 Kindern wird nur von der Dalvin für den UNLP. Bevor 1912 das UI erfunden wurde, gab es nur Ureier mit schneller Ruhe bekommen, diese Schaden zu frühstücken. Während der Weltwirtschaftskrise wurde der Besitz von Häuschen verboten. Viele Menschen lebten ihr Häuschen, deshalb damit nur frühstücken. Der Hamische Komet nähert sich der Erde alle 76 Jahre. Die restlichen 75 wird er umgestürmt im Herzen der Sonne mit Schatten. Im viktorianischen England war es verboten, die Queen direkt anzusehen. Aber unter anderem können wir nicht stehen. Die Wissenschaft ist heute dabei, dass weniger als 4% aller Armen diese Fähigkeit besitzt. 1862 unterzeichnete Abraham Lincoln. Ahnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Der Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Ja, beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Das? Was denkst du? Ich interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein, 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 nein. Mein Sarkasmus diesmal. Pad entdeckt. Feuer in der Pad-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Pad-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pad-Auflösungstaste. Drücken Sie den Knopf, und nicht auf die Taste! Drücken Sie den Knopf! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drücken Sie den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drücken Sie den Knopf! Nein! Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Drück ihn! Komm zurück! Drück nicht auf die Taste! Drücken! Eine Bombe für die Pad-Taste!
Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest! Fester! Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste, ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du, du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Maybe not quite as heavy. Now, little Carolyn is in me.
woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem. Now I only want you gone. Now I only want you gone. Now I only want you gone. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig und... Ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In den Weltraum. Ende.